Die Goldmaus. Es war einmal ein Prinz, der von morgens bis abends nur darüber brütete, wie er mehr Reichtum erlangen könnte. Eines Tages rief er seine Untertanen zusammen und sagte: »Bald habe ich Geburtstag und ich weiß, dass ihr mich beschenken wollt. Deshalb bitte ich euch um ein Geschenk, das nicht weniger als 50 Dukaten wert ist. Und vergesst nicht, ich bin im Jahr der Maus geboren.« Die Untertanen hörten ihm bestürzt zu und dachten inzwischen darüber nach, von wem sie Geld für das Geschenk leihen könnten. Es gab unter den Untertanen einen Schmeichler, der sofort zum Juwelier ging und eine Goldmaus anfertigen ließ. Als die Goldmaus fertig war, eilte der Schmeichler damit zum Prinzen, der mit dem Geschenk sehr zufrieden war. Der Schmeichler machte daraus kein Hehl, dass er sich einen höheren Rang wünschte. Die Gelegenheit nutzend, sagte nun der Prinz: »In 10 Tagen hat meine Frau Geburtstag. Ich lasse auch ihr eine Goldmaus anfertigen, so wird es ein Paar sein«, antwortete der Schmeichler. »Sie ist im Zeichen des Büffels geboren. So soll sie mit einem Goldbüffel überrascht werden«, sagte der Prinz. So ist der Schmeichler, der nicht dank seiner Verdienste befördert werden wollte, übel angekommen.